Jetzt die Fangfrage. Er ist im Hessentagsteam, er schafft bei der Stadt Oberursel. Wann wurde Oberursel zum ersten Mal urkundlich erwähnt? 791. Wir sind hier oben auf der Bleiche und dann gucken wir einfach mal, was hier so alles gibt. Hier ist schon mal der indisch-ayurvedische Spezialitätenstand und dann sind hier noch ganz viele andere Stände. Und da hinten, was ist da? Ich habe hier einen französischen Crepe-Stand gesehen. Hier gibt es Caipirinha, hier gibt es Pepperoni, Love Rocks. Also international ist viel geboten. Und Sie machen hier Gratisfahren, ja? Können Sie mich doch mal kurz ins Salzkammergut fahren, ja? Also wir fahren dann zum Bahnhof und Sie steigen um. Nee, das wollte ich jetzt aber nicht. Wir können mal bei Thomas Cook fragen, was die schnellste Verbindung ist. Ja, wenn da noch Halbpension oder All-Inclusive dabei wäre, wäre das natürlich sehr gut. Also die gute Frau von Thomas Cook fährt mich jetzt gerade mal gratis hier über den Platz von der Bleiche. Ins Salzkammergut wollte sie doch nicht fahren. Ach, wir fahren 8 Stunden Schicht, schon ganz schön lange. Wie viel fahren denn hier rum von diesen Gefährten? 10 Velos sind unterwegs. Ah ja, gut, vielen Dank für die Fahrt, war sehr angenehm. Hessentag, ich komm so gern hier. Noch schöner wäre Hessentag, wenn ich ein Oschle wäre. Ich bin Ofenbacher. Wir schauen jetzt mal, was es hier noch alles zu sehen gibt auf unserer wunderbaren internationalen Bühne, gesponsert von Thomas Cook. On était très contents ici, on a beaucoup aimé, on était bien accueillis, tout est beau à regarder, à visiter. Okay, meine Französischkenntnisse sind nicht so super. Wir geben das nachher im Internet ein und fragen mal, was die Dame mir jetzt alles erzählt hat. Was trinkt ihr hier? Wir trinken gerade Shea-Banana. Shea-Banana. Das ist Tee mit Minze. Riecht auf jeden Fall super nach Urlaub. Von welchem Planet bist du? Ja. Vom Planet Aja. Und hier seht ihr mein Auto. Mädels, die andere Ursel testet jetzt den Ferrari. Wir werden euch dann zum nächsten Hessentag berichten, welches Auto das coolste Auto aller Zeiten für Ursels und Obers ist. Toll! Klasse, müsst ihr mal drin gesessen haben. Und wenn der dann noch mit 300 über die Autobahn fährt. Wow. Erzählt, dass der internationale Filmstar Paul Walker saß in unserem Ferrari drin und hat schon mal Gas gegeben. Will sogar einen von uns jetzt, also dass wir ihm einen besorgen, einen Ferrari. Und das hier in Oschel. Ich bin total geblättet. Ober, ja. Hast du nicht immer gefragt, ob der uns mal ein Stück fährt, mal einen Ferrari probieren können? Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ober. Wenn Sie uns sagen, wie das hier alles funktioniert mit dem Rollstuhl, ob das alles gut klappt, ob Sie hier gut durchkommen? Ich hatte noch keine Probleme hier. Ich bin mit der U-Bahn aus Niederursel gekommen. Und die Bahnsteige hier in Oberursel sind wirklich gut barrierefrei gemacht.